Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Whack the Serial Killer. Und es geht nicht um Cerealien, um Frühstückscerealien. Es geht um Blut, Mord, Grausamkeit. Okay, da ist es. Und es ist erstaunlich laut. Okay. So sieht's doch schon besser aus. Das wird schon wieder viel Spaß im Schnitt. Ich sehe das jetzt schon, aber was soll das? Play. Ich muss ja leider mit Streamlabs OBS aufnehmen, weil das sonst nicht funktioniert und da habe ich nur eine Audiospur. Es ist alles kompliziert. Let's go! Racket presents! Ich kann doch nichts machen. Oh, Doggy! Action! Search for items to interact with. Alles klar! Cage Handle! Und das hier. Ist nicht besonders stabil, muss man sagen. Hey! Easy, boy, easy! Vengeance! Find all the 20 ways to kill the serial killer! Fangen wir doch gleich mal mit dem obviousen Ding an. Oh yeah, let's get it over with. Das hätte ihn schon getötet haben müssen. Das wäre schon instant death. Aber 50 minutes later. Ich frag mich halt, wer von den beiden jetzt der Serienmörder ist. Unangenehm. Unangenehm. Alter. Alter Vater. Das geht ja gut los hier. Holy shit. Okay, bleiben wir mal bei Folterwerkzeugen. Combo this object requires a second to work. Wie wär's denn hier mit dem Vogelkäfig? Nee. Mit der Wolverine-Klaue? Ah, mit dem Seil. Natürlich. Okay. Alright. 15 Minuten später. Hallo. Bastard. Let the light shine! Unangenehm. Ja. Brutal. New kill found. Alles klar. Okay, der Typ war auf jeden Fall bereit für Weihnachten. Und es ist nicht bald Weihnachten. Ich habe nur halt diesen lustigen Pullover und der ist schön bequem und warm. Ich dachte... Aber wir haben hier ein auf Wolverine, beziehungsweise Freddy's Clown. Oh shit. Okay, sie ist krass. Offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, das war ja noch relativ harmlos, aber... Nope. Eieieiei. Das ist ja... Okay, wir haben 3 von 20 schon mal gefunden. Was haben wir denn hier noch? Ein Cage. Combo. A second to work. Wieder die Seile? Nein. Was haben wir hier? Eine Axt. Okay. Folterinstrumente. Der Cage, der Cage, der Cage, der Cage. Oh. Mit dem Rattenloch. Interessant. Nimmt sie sich wieder den Hammer? Wie gesagt, der Vorschlaghammer allein würde schon reichen. Locker.
Okay. Jemand nur mit dem Hammer jemanden betäubt und nicht direkt tötet, ist ja auch. Aber warum? Hä? Oh shit! Oh nein, das ist ganz schlecht! Oh my freaking god! This was totally amazing! Ja, mehr oder weniger. Alter! Ich hab das in irgendeinem Film mal gesehen. Diesen Move, dass sie den Good Guy quasi gefangen genommen haben. Und einen Metalleimer über seinen Nacken aufgestellt haben und eine Ratte drinne. Und das langsam erwärmt haben. Aber nicht durchgezogen, weil das war kein Horror-Splatter-Film. Aber, Alter, ich fand das damals schon so hart. Und jetzt hier in diesem Spiel, Alter, Schwede, Alter. Ratten sind so krasse Folterinstrumente. Alter, heftig. Einfach nur heftig. Was haben wir denn noch Schönes? Seil muss natürlich mit was anderem. Ein Woodstove. Okay, geht das mit dem Seil? Mit dem Hammer vielleicht? Irgendwas brauchen wir. Mit der Axt. Okay, dann mit der Axt. Wir müssen erstmal ein bisschen Holz schlagen. Oh, ich verstehe. Er ist tot. Er ist einfach tot, Mann. Der Typ ist einfach... Okay, er lebt offensichtlich. Nein, der ist definitiv. Alter. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Körper? Holy crap. Der hätte nach dem ersten Einschlag so tot sein müssen. Holy crap. Gab's auch mal, glaube ich, eine CSI Miami-Folge, die ich als kleiner Bub gesehen habe, wo einfach jemand mit dem Auto gefahren ist, die Cops haben ihn angehalten, beziehungsweise er ist irgendwo gegengecrashed. Und die haben die Tür aufgemacht und da saß halt einfach ein Typ und der hatte eine Axt halt im Schädel drin, aber direkt in der Mitte. Hat so lange Albträume gehabt, das ist unglaublich. Aber ja, das Spiel macht Spaß. Wie bei allen Flash Games übrigens, Link in der Videobeschreibung natürlich, wie das halt immer so ist. Und lass uns doch mal weitermachen. Was haben wir denn noch Schönes? Ne? Wir haben noch hier schön, nehmen wir doch mal den Steak. Das kommt wohl auch mit was anderem. Auch Sachen. Okay, das wird auch brutal. Die nicht kombon. Mit dem Seil. Käfig nicht. Was ist das denn? Eine Shotgun. Okay, nett. Was haben wir denn hier? Oh. Ein Tank. Was ist das? Can of. Oh, wow. Guillotine. Bohrer, den können wir nicht benutzen. Ja, ist auch nicht der aufmerksamste Serienköter hier, doch. Okay, Serienköter. Ich weiß nicht, mit was das kommt, ehrlich gesagt. Kann ich das wieder wegmachen? Möchte das denn doch gerne nicht nehmen. Damit irgendwas muss es ja kombonen. Mit dem Hammer! Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay, das ist zum Glück nur ein kleiner Hammer. Oh! Nein, du bist tot, Bruder. Du bist tot. Oh mein fucking Gott. Okay, sie wird zur Vampirjägerin. I see. Okay, das war amazing. Wir können übrigens jetzt die Schlüssel... Okay, ich dachte, wir müssen die Tür noch benutzen, aber nein, nur die Schlüssel, die reichen. Kann ich die... Müsste ich jetzt alles normal finden? Nein, ich habe schon 6. Okay, das reicht.
Okay, 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 okay. Also die Schlüssel kann ich nicht nehmen, aber das hier kann ich wahrscheinlich nehmen. Dübi dübi. Oh! Der gute alte Matrix-Move. 50 Minutes later. Was hat sie mit seinem Brustkorb gemacht? Okay, erstmal die Bakterien abgetötet. Ist das nicht zu heiß? Sollten Hunde nicht zu heiß? Ist das nicht ein Stückchen von seinem Kopf. Okay. Er ist der Serientöter, aber sie ist die fucking Foltermeisterin, oh mein Gott. Alter. Kreativ, kreativ, das muss man sagen. Das wird jetzt auch nett. Das wird auch sehr nett. Sehr blutig. Der Matrix-Move, der gute alte Matrix-Move. 15 Minuten später. Ah, Alter. Mach doch nicht schießen, Bruder. Boah, so eine Dinge hat man ja beim Werkenunterricht immer an jedem Tisch zu stehen gehabt. Und das ist einfach... Alter. Da habe ich mich halt immer gefragt, Alter, wenn du da mit dem mit irgendwas zwischenkommst und irgendwer dreht einfach zu. Au. Alter, das geht halt gar nicht, Alter. Schön Kill Bill Style vor das Auge raus. Nett. Sehr nett. Okay, was haben wir noch Schönes? 8 haben wir schon. Die Kettensäge. Ne, die Shotgun ist das tatsächlich. Also Shotgun ist ja einfach. Ja, also Shotgun kann ja jeder. Shotgun. Aber damit erstreckst du halt den Hund, ne? Muss aufpassen. Hey! Oh shit! Ein Schuss reicht aber auch. Ein hübsches Loch, muss man sagen, ne? Dankeschön! Eine neue Patrone für mich. Du bist tot, Bruder. Also spätestens jetzt! Okay, danke. Okay, danke. Danke. Sehr nett. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben noch hier ein Eimer Farbe. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde, sie flößt ihm das irgendwie ein oder so, oder? What? Willkommen in Skyrim? Okay. Straight up Henker-Modus. Alles klar? Okay. Oh, Iron Maiden. Nice. Let's go. Ich weiß, mein Pullover ist nicht besonders Metal, aber... Die Iron Maiden. Nice. Ich hätte den Typen vielleicht vorher ein bisschen betäubt. Oh, jetzt kommt's drauf an, Boy! Du bist halt echt Depp, oder? Ich glaube, das bringt gar nichts, das auf und wieder zuzumachen. Oder doch, wahrscheinlich. Aber die Nadeln... Ich glaube nicht, dass das... What a mess. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Funktionsweise einer eisernen Jungfrau ist. Also erstens wurde die eiserne Jungfrau nie wirklich als Folterinstrument benutzt. Sondern ich glaube, die war glaube ich, eigentlich nur zur Deko gedacht. Ich glaube nicht, dass die direkt als Folterinstrument gedacht war. Und zweitens, die Nadeln stechen ja so tief in den Körper, dass wenn du das wieder auf- und nochmal zumachst, die Wahrscheinlichkeit, dass der halt nochmal arg verletzt wird dadurch, glaube ich, ziemlich gering ist oder so. Keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare. Und drittens, ich glaube, wenn du in eine Iron Maiden geschmissen wirst, kommt halt darauf an, was das für eine ist. Aber in einigen kannst du es, glaube ich, zumindest das erste Mal überleben. Ich meine, du wirst an der Zeit einfach ausbluten oder halt verhungern oder verdursten, falls du so lange durchhältst. Aber die Kill-Methode eben war...
Ja, nicht, ja. Die Mythbusters, die müssen das hier mal prüfen, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Ah, wir haben ja hier, ne? Ein Tank. Lecker, 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 lecker. Und da kommt der Hammer wieder zum Vorschein. Das ist ja der Hammer. Aber zack. Wow, wow, wow. Das sieht schmerzhaft aus. Ah, hier ist die Kettensäge. Die können wir noch benutzen. Warte, was habe ich jetzt noch genau? Ah ja, den Propan. Böse, 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 böse. His head is on fire. His head is on fire. He's burning with fire. Aber ich glaube nicht, dass ein Propangasbrenner den ganzen Kopf in Flammen setzt. Zumindest nicht so. Das würde eine einzelne Stelle erstmal wegbrennen. Was, glaube ich, unangenehm genug wäre und wahrscheinlich schwieriger zu animieren. Deswegen haben sie sich dafür entschieden. Ist ja auch völlig in Ordnung. Großer Spaß für die ganze Familie. Okay. Kettensäge! Yeah! Aber, bemerkt er das nicht? Doch, bemerkt er, oder? Ah, schwierig! Oh, und jetzt ein ehrlicher Kettensäge. Ach ja. Hey Bruder, lass mir Hund in Ruhe. Boah, was bist du für ein Idiot? Autsch. Ja? Autsch. Okay, okay. So ähnlich könnt ihr euch übrigens jeden Teil von der... Was ist das für ein Klopfen? Von der Racket-Reihe vorstellen. Kann ich jetzt aufmachen? Wegen dem Klopfen? Ah nein, ich hätte wahrscheinlich... Nein! Du bist doch eben auch so gut ausgewichen. Mist. Jetzt hätte ich wahrscheinlich die Falltür da öffnen können. Okay, es klopft auf jeden Fall, aber wie kann ich die Falltür öffnen? Ah, ich habe hier noch was Lustiges gefunden. Die gute alte Guillotine. Das Henkerswerkzeug für die Henker, die keine Muskelkraft haben. Wake up! Hallo! Schnell und clean. Okay. Ich glaube... Yeah! Congrats! You found all of 50... Find 6 more kids, including the end... Racket. Okay. So, kurz mal umgesprungen. Alter, ich muss den Kopfhörer absetzen. Das ist sonst zu laut. Lustigerweise... gibt es das Spiel auch auf Steam. Plus 4 andere Wacket-Teile, die man sich gleich mit dazu holen kann für 2 Euro. Also ist echt okay. Ich habe das als Flashgame gespielt, weil ich die Wacket-Reihe nur als Flashgame kannte. Ich dachte, das gibt es nur als Flashgame. Offensichtlich gibt es das jetzt auf Steam. Umso besser, finde ich gut. Deswegen jetzt Facecam ein bisschen größer und ein bisschen anderes Layout. Und ich hoffe, das passt so vom Sound her, dass es nicht zu laut ist, weil das Spiel ist halt echt laut. Es gibt in den Einstellungen, selbst in der Steam-Version, keine Option, das leiser zu machen. Danke! Egal, wie dem auch sei, wir haben ein paar mehr Wege, wir haben noch 6 Wege und fangen wir doch gleich mal mit der Bärenfalle an. Ja, Hallöchen, das hat bei Limbo funktioniert, das funktioniert auch hier. Oh ja, das sieht nett aus. Komm, 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 komm. Autsch. Autsch. Face first. No, arm first. Face first. Oh. What a mess. Das hat wirklich gut geklappt. Schwierig. Okay. Da haben wir noch ein Can of Tar. Und das funktioniert wahrscheinlich mit den Federn ganz gut.
Weil Tieren und Federn war ja auch eine, keine Folter so richtig, aber eine Demütigung im Mittelalter. Obwohl mit heißem Teer begossen zu werden, ist wahrscheinlich nicht nur das angenehmste Gefühl der Welt. Hey, Bruder, gefällt dir das? Oh yeah, ich glaube schon. Oh, du bist ein bisschen sauer. Hier, ich habe noch Federn für dich. Ja, aber das bringt, glaube ich, nichts, oder? Oh, oh, I see what you did there. Oh ja, oh ja, hm, ja, hm, ja. Holy Schnassel. Au. Gedemütigt, angezündet, aufgehängt, getötet. Wow, that's brutal, mate. That's brutal. Okay. Wir haben noch zwei Wege. Ne, wir haben noch vier Wege. Was haben wir denn? Was haben wir? Ah ja, wir haben hier die netten kleinen, die Hexar noch. Hexar Rich. Bonk. Davon kann man auch leicht sterben, ne? Also das ist schwierig. Oh, sie macht wieder was ganz Brutales, glaube ich. Oh! Ah, let us play a game. Du hours later. Hat das noch nicht bemerkt, oder? 1 hour later. 30 minutes later. Ich glaube, du hast... Ah, nee. Ah, 30 Minuten später. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Kleiner Star-Auftritt. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Kann man machen. Okay. Nett. Sehr, sehr nett. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Schauen wir mal. Wir haben ja natürlich noch ein paar Spielzeuge. Oh, his name is Chucky. Go, Chucky. Ja, gib die Machete lieber Chucky, der kann mehr damit anfangen. There goes the leg. There goes the life. Oh, shit. Das ist das ganze Squad. Die guten Feen, ja, verstehe, sehr schön. Okay, ich habe Chucky nie gesehen, ich bin kein Horrorfilm-Fan, ich habe keinen Horrorfilm der Welt jemals gesehen. Deswegen sagt mir gerne, ob das so ungefähr hinkommt mit dem, was Chucky so macht. Dann haben wir hier natürlich noch, haben wir nicht, können wir nicht, nee, können wir nicht auswählen, den Bohrer. Wir haben aber noch zwei Wege, zwei müssen noch versteckt sein irgendwo. Aber wo... Unsere 14 normalen Wege habe ich schon getan. Aber es muss noch andere Wege geben. Gibt es vielleicht andere Kombi-Möglichkeiten? Andere Sachen, die man noch kombinieren kann? Oder übersehe ich hier gerade was? Oh, hier ist ein Brick. Okay. Einfach so ein Brick. Wait a second, damit hatte ich gar nichts zu tun. Oh ja, da würde ich auf jeden Fall meine Hand direkt mal reinstecken. Ich meine, warum nicht? Was soll da schon Schlimmes passieren? Inception? Bist du das? Hellraiser! Upsi! Okay! Ja, sie hat auf jeden Fall die gleiche Expression wie ich, Alter. Auchi. Okay. Hidden kill. Unlock the final. You unlocked the final kill. Jetzt können wir. Ah, genau. Jetzt können wir hier. Das plus. Ich komme nicht an den Schlüssel ran. Vielleicht muss ich damit irgendwas anderem. Das aufkriegen irgendwie. Aber mit was könnte ich das denn? Also mit dem Bohrer wäre es wahrscheinlich möglich. Aber da würde ich seine Aufmerksamkeit erregen. Und das will ich natürlich
Nicht an der Stelle, da kennen sie ja auch nicht. Damit auch nicht. Ah, eine Brechstange. Die hätte ich auch nicht übersehen. Gerade die war sehr sichtbar auf jeden Fall. Okay, let's see what's in there. Katsching. Okay, das ist mehr Fluchtweg. Oh, shiny. Hey, ich hab dich befreit, Bruder. Ah! What the fuck? Wer hätte denn damit rechnen können, dass jetzt ein Quicktime-Event kommt? Okay. What? Okay, let's do it again, Alter. Böse. 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 Amazing! UK V. Das nenne ich mal einen Familienausflug. Komm mal, you finish the chapter, get ready for more kids. What? Ah ja, genau, es gibt noch andere Spiele, die, nur schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Es war schon, es war lustig, auf jeden Fall, es war lustig. Und, ich bin mal gespannt, ob die nächsten, die nächsten Teile auch so brutal sind. Ciao.